Name ist Carradine. Ich möchte mich gar nicht daran erinnern. Aber früher war ich für die Zwerge von Orsamar ein Paragon. Wenn ihr zum Amboss wollt, müsst ihr euch meine Geschichte anhören. Sonst wiederholt sich alles. Ich habe zu meiner Zeit vieles hergestellt, aber berühmt gemacht und mir meinen Status verschafft, hat mich ein einziger Gegenstand. Der Amboss der Leere. Ich konnte damit Männer aus Stahl oder Stein erschaffen. So beweglich und klug wie die besten Soldaten. Als Armee waren sie unüberwindlich. Aber ich habe niemandem erzählt, um welchen Preis. Kein Schmied, wie begabt er auch sein mag, kann Leben erschaffen. Damit meine Golems lebten, musste ich ihr Leben von woanders hernehmen. Die dunkle Brut nahte. Anfangs benutzte ich nur Freiwillige, tapfere Seelen, die ihr Leben geben wollten, um ihr Heimatland zu verteidigen. Aber König Valtor wurde gierig und zwang Männer dazu. Kastenlose und Verbrecher, seine politischen Feinde, alle kamen auf den Amboss. Ich musste erst selbst den Hammer spüren, um das Ausmaß meiner Verbrechen zu erkennen. Nicht Rache. Der Schlag des Hammers hat mir die Augen geöffnet. Meine Schüler wussten genug, um aus mir zu machen, was ich jetzt bin. Aber sie konnten keinen Kontrollstab anfertigen. Darum behielt ich mein Bewusstsein. Seitdem sind wir hier und ich habe einen Weg gesucht, den Amboss zu zerstören. Aber ich kann es nicht selbst tun. Kein Golem kann ihn berühren. Nein! Der Amboss gehört mir! Niemand nimmt ihn mir weg! Ihr, bitte, helft mir, den Amboss zu zerstören. Lasst ihn nicht noch mehr Seelen versklaven. Solange der Amboss existiert, können damit Sklaven erschaffen werden. Und das wird auch passieren. Warum den schwierigen Weg gehen, wenn es einen leichten gibt? Diese Möglichkeit darf es nicht geben. Helft mir, ihn zu zerstören! Nein! Ich kann das nicht zulassen! Zu mir, Golems! Verteidigt den Amboss, was es auch kostet!
ist er. Der Amboss der Leere. Welch süße Macht. Du hast den Amboss gefunden. Bist du jetzt zufrieden? Lass uns nach Orsamar zurückgehen und die freudige Nachricht verbreiten. Seht nur, er ist es wert. Er ist jedes Opfer wert. Der Amboss ist genauso, wie ich ihn mir erträumt hatte. Ja, das hätte ich wissen müssen. Ich dachte, du wärst zufrieden, sobald du den Amboss hast. Vielleicht könnte ich ihn jetzt benutzen. Eine Belohnung für den Sieg über Caradin. Ihr wolltet doch eine Krone. Oder strebt ihr jetzt Höheres an als den lächerlichen Thron von Orsamar? Ihr habt gezeigt, auf welcher Seite ihr steht, als ihr den Golem zerstört habt. Spielt euch jetzt nicht als moralischer Richter auf. Ich stelle die Krone für euch her. Bringt sie nach Orsamar und macht damit, was ihr wollt.